Herzlich willkommen zur 17. Donkey Kong Country Returns Folge. Wir starten in die Höhle. 4, 5 Höhlen hat es bisher, haben wir alles. Oder? Ich kann nochmal auf die, Plus, Menü muss man... Nein. Eine Level-Statistik. Ja, bisher haben wir alles. Okay, dann geht's ab in 4, 5 Höhlen. Ich sag jetzt meine Finger... Ich sag's mal so, meine Finger schwitzen jetzt schon, so. Tun sie halt echt. Das ist interessant für euch, gell? Man kann den Controller nicht so gut so halten. Oh mein Gott. 4-5 Höhlen hat's. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Was? Bitte was? Willst du doch nicht erzählen, dass da nichts ist? Hä? Willst du mir echt erzählen, dass hier nichts ist? Wieso ist da nichts? Also... Kann das sein, dass man irgendwie oben drauf musste? Ah. Okay. Da mussten wir übrigens springen, glaube ich, um in den Raum zu kommen. So. Und da haben wir es auch schon. Ja, also, die Höhlen hat's. Vielleicht war da am Anfang was, ich weiß es nicht. So. Wie kann man das auspusten? Kann man das von hier schaffen? Offensichtlich ja. Dafür gibt's nix. Wer ist denn hier? Kann man... Okay. Naja, dann wecke ich euch mal. Boah, wecke ich mal lieber nicht, oder? Boah, tut mir leid. Das war ein Nuss versehen. Boah. Hilfe? Hallo? Ja, dieses Level ist, wie man eventuell erkennen kann. Ja, ne? Man wird halt durchgehend von Fledermäusen angegriffen, die jetzt nicht so nett sind, aber. Ja, sonst geht's den Entwicklern gut. Ja, sonst geht's den Entwicklern gut, ne? Ich glaube, kann das sein? Nein, ich hab's nicht geschafft, dass man immer diese... Bisher kriegt man ja alles hinterhergeschmissen. Okay, also, soweit ich weiß, dauert das ziemlich... lange. Es ist ziemlich schwierig. Und ich glaube, ich wurde nicht belogen. Toll. Okay, bis hier wurden zwischen mal zwei Puzzleteile und Ding gespeichert. Und zwei Buchstaben. Hier sollte man unten durch. Okay. Oh. Oh, hier wird's felshageln. Ich kenne nicht das komplette Level. Oder ich hab's wahrscheinlich schon mal das komplette Level gesehen, aber kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es. Ja. Oh. Es ist nicht leicht, sagen wir so. So. Da man... Nein! Ich werde es wahrscheinlich sowieso jetzt noch nicht schaffen. Hä? Habe ich so viel Gas gegeben? Ja gut, aber ich war schon ein bisschen weiter hinten. Okay, gut. Ich vermute jetzt einfach mal, dass nach dem Ende noch ein Puzzleteil zu finden sein wird. Also, okay, bisher kommt es jetzt noch nicht so ultra schwer vor, aber das Schwere kommt auch noch, vertraut mir. Also ich weiß nicht, ob das... Ja, das Schwerste kommt auf jeden Fall noch. Und das kenne ich auf jeden Fall schon. Aber vertraut mir, das ist schwer. So, ich sollte circa hier hochfliegen. Okay. Und jetzt geht das Schwere los. Kann es sein, dass man hier... Man muss das nicht alles mitnehmen, um ein Puzzleteil zu bekommen. Okay. Und jetzt geht das Schwere los. Das ist der schwierigste Teil. Okay, aber, also, mich würde es überraschen, wenn ich es jetzt schnell schaffe. Also, scheint es jetzt noch nicht so übel schwer zu sein, aber ich weiß ja nicht. Geil, ich sollte lieber leise sein. Das wird sehr cool. Ach, Mann. Okay,
Ja, ich weiß nicht, ob ich einmal in diesem Projekt ragen werde. Wenn ja, eventuell jetzt noch. Obwohl, wie gesagt, bisher bin ich ja relativ weit schon, bin ich ja schon relativ weit gekommen. Diese Fledermaus ist gemein. Die ist gemein. Die ist sowas von gemein. Ich glaube, die verfolgt mich nicht mit ihren Schüssen, sondern hat ein festes Muster. Dann ist sie nicht so ultra gemein, aber ist trotzdem noch ein bisschen gemein. Na gut, was heißt ein bisschen? Warte, will mich... Nein, die hat kein festes Muster. Das war so dumm. Ich will nicht Game Over gehen. Ja gut, aber das sollte ich auch kommen. Also bevor ich Game Over gehen, verlasse ich das Level und kaufe mir Ballons. Genügend Geld habe ich. So. Oh, das ist gemein. Das ist einfach gemein. Ha! Nein! Das war schon der letzte Buchstabe, so lange kann es gar nicht mehr dauern. Warte, bis hierhin hat man ja schon. Also, ich bin relativ weit, aber ja. Gut. Es waren viele relativ weit und haben nicht mit dem Zorn der Fledermaus gerechnet, die sie bestrafen wird. Die Fledermaus bestraft nämlich jeden. Jeden, der nicht auf ihrem Willen gehorcht. Kann ich einfach hier oben chillen? Ah! Was? Entschuldigung, wollt ihr mir gerade erzählen, dass ich das hier übelst schnell geschafft habe? Und mir ein Puzzleteil fehlt. Und mir ernsthaft ein Puzzleteil fehlt. Wartet mal ganz kurz. Gut, ich weiß, wo es ist. Och nee. Oh, das war gut, das war gut. Danke, damit wurde mein Leben erleichtert. 13 Ballons auf einmal. Das war jetzt wirklich gut. Hätte ich noch ein bisschen früher begonnen zu schütteln, hätte ich sogar 15 oder so bekommen. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen, was heißt gerettet? Gut, 4 von 5 hat. Ich weiß, was das erste Puzzleteil ist. Ich würde sagen, das holen wir uns schnell. So, und zwar ist das erste Puzzleteil, wenn man hier hingeht. Hier hingeht. Nein! Dann auf Level verlassen geht. Level wirklich verlassen? Ja. Glaubt mir, genauso geht es. Also, man geht erstmal rein, fällt runter, obwohl man nicht runterfallen will. So. Dann hat man schon mal das. Dann geht man wieder drauf. Das gehört alles zu der Taktik. Vertraut mir. Ach, Mann. Ich sollte vielleicht nicht gleich am Anfang fehlen. Gut. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, eine Rolle zu machen. Frag mich bitte nicht, wieso. Aber es war klar, das erste Puzzleteil hier am Anfang ist gut. Also, jetzt wackelt. Jetzt macht man... Ich wollte gerade schon wieder sagen. Ich finde es cool, wenn das da oben wäre. Aber gut. Dann... Juhu, ich darf das Level nochmal machen. Yay! Und ich würde sagen, für euch wird es jetzt eine kleine Fail-Compilation geben. Nein, ich werde es jetzt zusammenschneiden. Ich werde jetzt alle Fails hintereinander schneiden, wenn ich denn noch Fails haben werde. Ich werde sicher, ich werde natürlich nicht mehr sterben. Ja, gut, dann würde ich sagen, schneide ich jetzt, wenn ich hier sterben sollte, wovon ich mal ausgehe, Fails hintereinander. Und, ja. Ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich, wenn ich es erstmal sterbe. Hä? Ja. Das war der erste Tod. Und hoffentlich auch der letzte. Nicht hoffentlich, sondern das war natürlich der letzte. Ich werde jetzt nicht mehr sterben. Ja. Kein Kommentar. So, hier sind wir. Ach, komm schon. Musste das jetzt sein? Ernsthaft? Das war jetzt schlecht von mir. Der Trick ist einfach, man darf nie zu lange an einer Stelle bleiben. Eigentlich ist sie relativ einfach. Ich weiß nicht, wieso jeder YouTuber mal so lange dafür gebraucht hat. Und wenn ich jetzt mal loskriegen würde, wäre das extrem cool. Ja. 13:45 bei mir in der Aufnahme. Für euch vielleicht sogar nur 11 Minuten. Ey, also... Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffe. Ich dachte, ja, das werden jetzt...
25 Minuten. Aber scheinbar ist es doch gar nicht so schwer. 4-5 Höhlen hat es beendet und dann geht's zum 4B Maulwurfs. Oder Maulwurfzug. Spielen! Dafür hoffe ich, dass ich nicht so lange brauche. Ja, da. Ich ist wie immer, wie gesagt, WLAN. So. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal da links gucken, ob da. Ob da ein Puzzleteil ist, aber das geht ja nicht. So. Hier gibt's auch nichts. Okay, also. Dann wartet. Kopfhörer werden aufgesetzt, um den Ton zu hören. Cool. So, jetzt höre ich mich nicht mehr selbst. Aber ihr solltet mich noch hören. Epische Musik. So, das ist verwirrend, weil ich jetzt die Kopfhörer auf habe. Und ich weiß nicht, wie laut man mich hört, weil das ist gerade ziemlich laut. Oh nein. Okay. Es sieht schon sehr cool aus. Also ich hoffe, man hört mich laut genug. Ich habe keine Ahnung. So, und das ist jetzt der erste Bosskampf, den ich mit Kopfhörern aufmache. Den Boss kenne ich schon. Der ist jetzt, ja, ich würde sagen, nicht so ultra schwer. Also die Phase jetzt noch nicht. Da gibt es aber auch einen Trick, wie man diese Phase abkürzen kann. Den ich vielleicht sogar ausprobieren werde, den Trick. Und habe ihn ausprobiert. Jetzt habt ihr den Trick gesehen. Jetzt habt ihr gesehen, wie der Trick funktioniert. Und man darf übrigens nicht auf diesen Feldern sein, wenn die Maulwürfe rauskommen, weil die einem Schaden machen. So. So. Hallo, danke. Das hier bleibt übrig. So. Und wieder den Trick benutzt. Okay. Das ist natürlich gefährlich, weil man da sterben kann bei dem Trick. Und ich wollte springen, schade. Wäre jetzt dämlich, wenn ich Diddy verliere. Wäre jetzt, also es wäre nicht toll. Toll. Krieg ich bitte mal wieder ein Herz? Hallo? Schon wieder das mittlere? Okay. Gut, nein. Das hätte ich nicht wagen sollen. Jetzt kann ich den Trick nicht mehr machen. Jetzt muss ich ausweichen. Okay, aber es ist auch nicht so ultra schlimm. Oh nein. So, jetzt ist diese Phase natürlich ein bisschen schwieriger. Aber man hat kein Licht. Ja, gut. Okay, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so ultra schwierig, dass man kein Licht hat. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Und wir sind gleich schon bei der letzten Phase. Uah, Hilfe. Meine Hände sind schwitzig. Ja, ich sag's die ganze Zeit. Gut. Wo kommt er? Oh, geil. Erstmal direkt Hit kassiert. Nein. Mist. Okay, Kopfhörer abgezogen. So, jetzt habe ich die Kopfhörer abgezogen. Dann kann ich mich vielleicht mehr konzentrieren, wenn ich nicht die laute Musik im Hintergrund höre. Hallo? Vorsprung. So. Ich probiere jetzt einfach immer den Trick. Ja, ist jetzt nicht der... Trick ist jetzt nicht so ultra schwer. Aber... Ich warte jetzt erstmal bis auf die Schräge. Geht es, glaube ich, aber eigentlich egal, wenn man den Trick macht. So, wenn ich jetzt... Gut, ich hätte mir zwar jetzt noch ein Leben holen können. Aber ich würde sagen, dann fliegen wir auch schon rüber. Und ja, der Trick ist praktisch so, kürzt man auf jeden Fall eine Zeit ab. Und am Anfang kriegt man noch ziemlich viele Leben hinterhergeschmissen. Ja, zack, zack, zack. Und ich würde sagen, ich glaube nicht, dass ich so lange für den Boss jetzt brauchen werde. So, dann würde ich... Okay, okay. Zack. Zack. Ah, das war dumm. Das war auf jeden Fall dumm. So, das Leben muss ich mir holen. Weil das... Ja, gut. Okay, jetzt
So, okay, jetzt gibt es wieder ein paar Leben. Die Leben, die spawnen ja auch nach einer Zeit. Soweit ich weiß. So, welcher Wagen überlebt? Der hier. Dann würde ich sagen, machen wir wieder den Trick und failen. Okay, der Trick ist gut, aber... ich hätte es geschafft in letzter Phase. Ich glaube, die muss man nur einmal treffen. Also, ich war eigentlich schon total am Ende. So, ich war nicht am Ende mit meinem Latein, sondern... Dann machen wir halt diese Phase normal. Obwohl ich da halt auch schon einen Treffer riskiere. Also nicht, ob das dann so gut ist. So schwer ist es jetzt auch nicht. Ich guck mal, wie lange es dauert, wenn ich nicht abkürze. Obwohl, jetzt bietet sich natürlich an und dann muss ich auch schon wieder abkürzen. Ich weiß nicht, ob ich es immer riskieren sollte. Ach, gut, ich werde es danach noch einmal riskieren. Aber es ist halt auch nicht immer gut, das zu riskieren. Weil man, wie gesagt, natürlich auch failen kann. Und wenn man failt, dann... Joa, ist man instant down. So. Welcher Wagen schafft es nicht? Ja, welcher Wagen überlebt besser? So, ich warte wieder bis zu schräg, weil es mir da irgendwie safer erscheint. Kommt es mir nur so vor, oder ist das echt so? So. Zack. Perfekt. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Ja. Vorratfragen. Ist, glaube ich, nicht so gedacht, dass man auf der Schräge kämpfen... Boah, die verschwinden ziemlich schnell. Habe ich nicht so gedacht, dass man auf der Schräge kämpfen soll. Und mit Didi ist natürlich schon ziemlich praktisch. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, ob man die überhaupt treffen muss oder ob das nur so, keine Ahnung. Ja, ob man das einfach nur eine Zeit so schaffen muss. Ich glaube, ich... ehrlich gesagt, ich habe jetzt noch... Bitte, was habe ich noch? Dumm. Nein, nicht dumm. Okay, es ist... Gut, ich habe 3 Leben. Komm, ihr wollt mir doch jetzt nicht... Okay, ich habe Full Life. Wenn ich jetzt nicht den... Ja, komm. Hallo. Ich bin jetzt mit Full Life beim Boss. Außer ich kriege jetzt hier noch einen Hit mit, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Mit Full Life beim Boss. Okay, das überlebt. Joa, dann... Hallo, mein lieber Boss. Das ist mein Lieber. Ich glaube, die können nur an den Ecken rauskommen, oder? Kann das sein? Ich denke. So. Obwohl das schon ziemlich mies ist. Und ein Hit. Ja, wahrscheinlich muss man ihn auch 3-mal treffen. Und der ist jetzt auch nicht so schwer. Also komm, wenn ich den nicht schaffe, dann... Von wegen 3-mal. 4-mal. Perfekt. Da haben wir den Boss down. Ey. Wow. Kopfhörer wieder aufgesetzt. Oh, jetzt ist die Musik nicht mehr so... Oh nein. Nein, wieso? Oh nein. Hier, ganz gern raus. Gut. Hier hat man kein zeitliches Limit. Bugger ist schon abgefallen. Und da kommt auch schon der Bösewicht, der den armen Maulwurf so böse gemacht hat. Ach. Ja gut, ja, die waren schon damit beschäftigt, die Bananen wegzunehmen. Also, die waren schon böse. So, und... Muss mich konzentrieren, wenn ich schüttel. Okay, ja, gut. Ich sage mal nichts dazu. Und? Ja, 20 Treffer sind okay. Ja gut, dann... 22,50. Ich hätte nicht gedacht, dass ich beides in einer Folge schaffe und das auch noch so schnell geht. Ich hoffe, euch hat diese coole Folge gefallen, in der wir echt viel erreicht haben. Und... Der Zug fährt in Richtung... Nein... Der Zug fährt in Richtung nächster Welt. Nee, der Zug ist kaputt. Okay. Ja, Maulwurfszug geschafft und in der nächsten Folge Lianental. Das sieht schon sehr einladend aus mit denen. Sind so ähnlich wie Piranhas. Gut. Ja. Ich find's ja witzig, dass ich bisher noch nie weiter als bis zum Strand insgesamt gespielt habe. Und... Hier kenne ich, glaube ich, auch nur eine Sache raus aus der Welt. Also aus der Höhle, wie gesagt, kann ich viel. Kartempel kenne ich nicht. Im nächsten Part gibt es den, ja, Kartempel 4K pieksende Preziosen. Wenn wir den unter einer Viertelstunde schaffen, oder wenn wir den innerhalb von einer Viertel... Also, wenn ich für den Kartempel länger als eine Viertelstunde brauche, wird es wahrscheinlich nicht mehr
das erste Level des Walles geben. Das weiß ich aber nicht. Das seht ihr dann wahrscheinlich auch an der Videolänge, ob es das noch geben wird oder nicht. Ja gut, Nee, seht ihr, also wenn der Part nur, sagen wir es mal, 15 Minuten lang ist, dann heißt entweder, dass ich übelst gut beim Kart-Level war, dann wird es wahrscheinlich aber auch irgendwie im Titel stehen, oder dass ich, ja, dass ich übelst gut im Kart-Tempel war und auch noch das erste Level vom Wald geschafft habe, oder dass ich für den Kart-Tempel normal angebraucht habe. Wenn das Video eine halbe Stunde lang ist, dann habe ich nur den Kart-Tempel gemacht wahrscheinlich. Gut, aber ich würde sagen, guckt euch einfach... Oder guckt einfach in den nächsten Part, dann bemerkt ihr es. Oder vielleicht sieht man es am Titel. Ach, was weiß ich. Ihr werdet schon mitbekommen. Okay, dann ja, war's das mit der Höhlenhatz und dem Maulwurfzug. Beides zwei coole Level, die... Ich dachte, dass sie schwerer sind. Ja gut, und die Abkürzung ist relativ... Ja, okay, relativ risikoreich nicht, aber ein bisschen. Ich bin ja nur einmal von, keine Ahnung, 7 Mal, wo ich es vielleicht probiert habe, gestorben. Mit der Abkürzung. Okay, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Donkey Kong Party wieder. Ciao.